Problem der Identität. Ein großes Identitätsproblem in unserer Gesellschaft. Aber wie gesagt, ich will es auch nicht zu negativ darstellen. Wir haben ein Luxusproblem. Früher wurden uns die Identitäten vorgegeben, da konnten wir sie uns gar nicht aussuchen. Das war auch nicht besser. Was können denn die Philosophen jetzt dazu tun, dass es eine positive Identität gibt? Oder dass eben diese verschiedenen Sinnangebote, sie sagen, die Philosophie hat heute die Aufgabe, Zusammenhänge, neue Zusammenhänge plausibel zu machen. Mhm. Also statt diese Sinnangebote unvermittelt stehen zu lassen, daraus eine Gesamtsicht zu entwickeln. Ja, da wir die Informationsquellen, die wir nutzen, auch immer mehr als Fragmente erhalten, wenn wir im Internet uns informieren, ist das was anderes als über die großen Leitmedien wie das Fernsehen oder die großen Zeitungen. Besteht das Problem, dass eben die Öffentlichkeit fragmentarisiert wird und damit unsere Vorstellung von Gesellschaft eben verschwindet. Und die Philosophie hätte dazu beizutragen, den Menschen zu helfen, an einem Bild von Gesellschaft mitzubasteln. Das wäre der ganz große, hehre politische Anspruch. Im Persönlichen wäre es der Anspruch, die Unübersehbarkeit des Wissens, von der wir umzingelt sind, halbwegs zu überbrücken. Also zum Beispiel eine Brücke zu bauen zwischen den Naturwissenschaften und den Geisteswissenschaften, die als zwei völlig getrennte Kulturen heute einander gegenüberstehen, wo wir doch ganz genau wissen, sie hängen ja unmittelbar miteinander zusammen. Also Fragen der Moral haben ja irgendetwas mit dem zu tun, woher wir auf Affenebene kommen. Fragen der Liebe haben irgendwas mit unserer Biochemie zu tun. Die Frage ist nur, was? Diese Brücke haben Sie wunderbar geschlagen in diesem Buch Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Herr Precht, hinter diesem Titel versteckt sich ja eine Einführung in die Philosophie, aufgebaut auf den drei kantischen Fragen, was kann ich wissen, was soll ich tun und was darf ich hoffen? Da möchte man Sie jetzt mit Precht nochmal fragen, woher wissen Sie, wer Sie sind? Rein wissenschaftlich gesehen würde man wahrscheinlich die Antwort geben müssen, es gibt unter den 8 oder 9 verschiedenen Ich-Zuständen, die unser Gehirn konstruieren kann, unter anderem einen Ich-Zustand, den man als Autorschafts-Ich bezeichnet oder als autobiografisches Ich. Das heißt, unser Gehirn ist in der Lage, unser Leben so zusammenzuziehen als Vorstellung, dass daraus so etwas wie das Bild eines Selbst entsteht. Unser Gehirn ist allerdings auch in der Lage, in anderen Ich-Zuständen etwas ganz anderes mit uns zu veranstalten, sodass wir es schaffen, unser Selbstbild auszublenden. Mhm. Wie geht das konkret? Naja, es gibt ja viele Leute, die verhalten sich in bestimmten Situationen so, wie sie sich eigentlich nicht verhalten möchten. Wie sie es auch nicht für richtig fühlen. Naja, sagen auch Ehemänner, die ihre Frauen betrügen. Mhm. Sie fühlen sich in dem Moment nicht besonders gut und sie versuchen, bestimmte Teile ihrer Identität in dem Moment auszublenden. Übrigens ebenfalls Ehefrauen, die ihre Männer betrügen. Ja? Man versucht, von bestimmten Dingen zu abstrahieren. Man versucht, gewisse Ich-Zustände runterzudimmen, ne, damit andere Erlebnisse möglich wären. Oder in moralischen Fragen. Wir alle wollen letztlich irgendwie die Guten sein, aber sehr häufig benehmen wir uns nicht so. Mhm. Und das ist sehr interessant, weil wir dadurch, dass wir verschiedene Ich-Zustände im Gehirn haben, das irgendwie ganz gut schaffen, da bei dem einen oder anderen mal mehr oder weniger das Licht runterzudimmen. Wie das genau passiert, wissen wir nicht. Das ist ein sehr, sehr abstraktes Modell. Mhm. All dieses Verhalten hat natürlich viel mit sozialen Rollen, mit Konventionen zu tun. Mhm. Aber ohne Zweifel spielt sich ja auch etwas in unserem Gehirn ab, wenn wir mit Absicht an bestimmte Dinge nicht denken und das schaffen, die auch halbwegs loszuwerden. Mit anderen Worten, im Gehirn finden auch die besten Hirnforscher kein Ich. Nein, also sie finden kein Ich, sie finden ja noch nicht mal Gedanken. Also man kann wunderbar die Verschaltung im Gehirn sich anschauen, man kann die elektrochemischen Vorgänge benennen, man kann Gehirnareale einkreisen und halbwegs Zuständigkeiten ermitteln. Das ist ein Bereich, den man ohne Zweifel mittlerweile recht gut und ganz interessant hinguckt. Aber wie Gedanken entstehen, das wissen wir bis heute nicht so genau. Und deswegen können wir natürlich auch nicht rausfinden, wie das Ich entsteht. Aber wir merken an Störungen, dass das Ich in verschiedenen Zentren entsteht. Es gibt Menschen, bei denen bestimmte Ich-Zustände nicht funktionieren, andere aber wohl. Oliver Sacks hat dieses wunderbare Buch geschrieben, Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte. Ja. Er erzählt darin die Geschichte von einem Musikprofessor, der an der Uni hervorragend funktioniert, einen tollen Vortrag macht. Dann geht er nach Hause und auf dem Nachhauseweg, da tätschelt er Parkuhren, weil er sie für Kinder hält. Das geht. Das ist eine wahre Geschichte, keine erfundene Geschichte. Das hängt damit zusammen, dass ein bestimmter Ich-Zustand bei ihm nicht mehr richtig funktioniert. Da zerbröckelt das Ich.
da zerbröckelt, dass ich, obwohl es, sagen wir mal, in 90% der Kontexten funktioniert, gibt es vielleicht 10% der Kontexte, in denen das Ich nicht mehr richtig funktioniert. In dem Moment, wo Sie demenzkrank werden, gibt es ja auch bestimmte Bereiche Ihres Ichs, also das autobiografische Ich, das Autorschafts-Ich, was in diesem Moment nicht mehr zureichend funktioniert, wogegen andere Ich-Zustände funktionieren. Oder die Geschichte, die ich in Wer bin ich erzähle, die Geschichte des Bahnarbeiters Phineas Gage, der durch einen tragischen Unfall eine Eisenstange durch den Kopf geschossen bekam und sich dabei quasi sein Moralzentrum im Gehirn zertrümmern ließ. Dieser Mann wirkte für alle Menschen in seinem Verhalten normal, aber er war asozial. Das heißt, er konnte gehen, er konnte sprechen, er konnte sich normal bewegen. Er sah wie ein normaler Mensch mit einer fürchterlichen Verletzung aus. Aber was die Fragen der Moral anbelangte, des Zusammenlebens, war gestört. Ein bestimmter Ich-Zustand war damit quasi durchgestrichen. Und dieses autorschaftliche Ich, kommt das denn in Gefahr in einer Gesellschaft, die eben Sinnangebote macht, die nicht vermittelt sind? Oder Sie sagen auch, wir haben alle Bastelbiografien. Wir haben keine Normalbiografien mehr. Und wenn da zu viel gebastelt wird? Ich glaube, dieses Autorschafts-Ich wird jetzt nicht unmittelbar durch äußere Einflüsse zerstört. Aber die Arbeit des Autorschafts-Ich wird ohne jeden Zweifel schwieriger. Wir haben es viel schwerer als alle Generationen zuvor, uns selbst unser Leben einheitlich zu erzählen. Das ist sicher ein ganz großer Unterschied. Was auch daran liegt, dass die Fülle der Informationen, die wir aufnehmen, ja sehr, sehr viel größer geworden ist durch die Massenmedien. Was wussten die Leute vor 200 Jahren schon über die Welt? Ein durchschnittlicher Bauer, was wusste der über die Welt? Wie viel Informationen musste er aufnehmen? Sein Leben bestand doch eigentlich in der Wiederkehr des Immergleichen. Heute besteht unser Leben darin, dass wir wahnsinnig viele Informationen aufnehmen, viel, viel mehr als wir wollen. Das wird ausgenutzt. Wir sind umgeben von Aufmerksamkeitsräubern. Ja, die unsere Energie überall ablenken wollen, auf die Werbung hinlenken wollen, ne, auf den Verkauf von Produkten. Die ganze Unterhaltungselektronik umzingelt uns mit Aufmerksamkeitsraub. Und wir sind eigentlich kaum noch in der Lage, unser Gehirn vor dieser Überreizung zu schützen. Und das hinterlässt ohne jeden Zweifel auch Spuren im Gehirn. Ja. Wir sehen es, die Identität, das autorschaftliche Ich ist bedroht. Offenbar gibt es eine Lösung für die Identität, die Liebe. Ist die Liebe heute der privilegierte Spiegel, in dem der Einzelne sich als ein Ganzes erfährt? Es gibt Soziologen wie Ulrich Beck oder wie Niklas Luhmann, die auf sehr unterschiedliche Art und Weise diese Ansicht vertreten, dass die Liebe heute durchaus Funktionen bekommen hat, die früher die Religion hatte, nämlich sich selbst, wie Sie gerade sagten, als etwas Einheitliches zu empfinden. Wenn wir in so viele verschiedene Rollen zerfallen, am Arbeitsplatz in eine andere, als am heimischen Herd und da wieder eine andere als im Sportverein und im Kegelclub. Wenn wir in lauter verschiedene Rollen zerfallen, dann müsste eine Sehnsucht danach entstehen, als Ganzes wahrgenommen, als Ganzes akzeptiert zu werden. Als Person mit Haut und Haaren und allem drum und dran. Und das können wir eigentlich nur erfahren, indem wir einem Menschen begegnen, der sagt, ich liebe dich, ja, ich akzeptiere dich, ich nehme dich mit all dem an, was du bist. Und da haben wir heute offensichtlich eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht danach. Das ist unsere Vorstellung von romantischer Liebe. Und wir brauchen eigentlich auch einen solchen Menschen, weil der uns ein komplettes Bild unserer selbst zurückspiegeln kann, das wir in der fragmentarisierten Welt, in der wir leben, sonst ja auch eigentlich gar nicht mehr bekommen. Dadurch ist die Liebe heute sehr viel pathetischer geworden, als sie es je war. Ist sie das? Pathetischer? Sie ist heute wesentlich pathetischer geworden, was auch daran liegt, dass unsere Welt ja voll mit Fiktionen ist, die von pathetischer Liebe erzählen. Wie meinen Sie pathetisch? Also Hollywood-Filme. Ja. Also eine hochidealisierte, eine hochüberfrachtete, eine von ganz großen Leidenschaften getragene Liebe. Das ist das, was wir tagtäglich jeden Abend im Fernsehen sehen können, was wir in zahlreichen Kinofilmen sehen, was wir in Romanen lesen. Das ist unser Idealbild geworden. Etwas, und das leben wir. Also glauben Sie, es gibt mehr leidenschaftliche Liebesbeziehungen als zur Zeit unserer Großeltern? Ja, das gibt es bestimmt, aber ich glaube nicht, dass wir das unbedingt leben, aber wir ersehen oder wir erstreben das. Liebesbeziehungen gibt es heute sicher mehr als zur Zeit unserer Großeltern, weil wir heute die Möglichkeit haben, sie zu leben. Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann vielleicht beim zweiten oder beim dritten Mal. Dadurch gibt es eindeutig viel mehr Liebe in unserer Gesellschaft, also romantische Liebe, als es das je gegeben hat. Aber die ganz, ganz große, pathetische Liebe auf Lebenszeit, die kriegt natürlich kaum jemand hin. Unsere Gesellschaft redet pausenlos von der Liebe, sagen Sie. In Ihrem neuen Buch Liebe, ein unordentliches Gefühl, das bereits zum Bestseller avanciert ist. Was hat Sie zu diesem Buch veranlasst?
Ich habe in meinem Buch Wer bin ich? Ein Kapitel über die Liebe geschrieben, als eines von 30 Themen. Mhm. Und mir war durchaus klar, dass der kurze Blick, den ich darauf geworfen habe, dass der doch sehr unbefriedigend ist. Mhm. Und dass man vielleicht besser versuchen müsste, die naturwissenschaftliche Sicht der Liebe und die kulturelle Sicht der Liebe miteinander zusammenzubringen. Und zu versuchen zu erklären, wie konnte das eine aus dem anderen entstehen. Und wie ist das passiert? Das Spannende ist ja, dass es hier eben tatsächlich zwei Kulturen sind, die aufeinandertreffen, nämlich einmal die Biologen. Sie können Bücher kaufen, die heißen Liebe, Lust und Leidenschaft, alles nur Chemie. Da wird ihnen dann mit Begriffen wie Phenylethylamin, Dopamin, Serotonin, Cortisol, Endorphinen, alles über die Liebe erklärt. Und da wird ihnen auch erklärt, die Liebe sei eigentlich aus der Sexualität entsprungen und diene der Absicherung der Brutpflege. Das ist ganz verknappt ausgedrückt die biologische Theorie. Daran habe ich ganz große Zweifel. Welche Zweifel haben Sie? Ich glaube, dass das überhaupt nicht stimmt. Das würde bedeuten, dass wir ein Modul im Gehirn haben müssten, Männer wie Frauen, in der Zeit, in der die Kinder klein sind, auf Monogamie durch und durch programmiert zu sein.